Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter. Wir versuchen weiterhin zu ermitteln. Jetzt beim letzten Mal haben wir schon ein bisschen Lamy Raya befragen dürfen, die hier weiter durch die Konzerthallen wandelt. Vollkommen alleine. Was ich irgendwie ein bisschen bedenklich finde, denn immerhin scheint sie ja irgendwie spätestens durch ihre letzte Aussage eine relativ wichtige Zeugin gewesen zu sein oder geworden zu sein. Weshalb ich der Meinung wäre, dass sie irgendwie eingehender befragt werden müsste, vielleicht von der Polizei oder wem auch immer. Aber gut, scheint irgendwie allen Leuten egal zu sein. Wir haben jetzt auch ein bisschen was von ihr gehört und lassen sie jetzt einfach mal stehen und gehen jetzt wohin? Ja, in die einzelnen Garderoben, würde ich mal sagen. So, zuerst mal in die Governors Garderobe. Da sehen wir nämlich, dass wir hier absolut nichts sehen. Absolut uninteressant, war absolut unnötig hier reinzugehen. Sehr gut, wieder ein bisschen Zeit verschwendet. Oh, das ist toll. So, dann gehen wir jetzt halt mal in Lamy Raya's Garderobe. 9. Juli. Lamy Raya's Garderobe. Ah. Oh oh. Ich kenne nur eine Person, die Snackus mit solcher Gehässigkeit isst. Was macht ihr denn hier? Hallo Emma. Du siehst mürrisch aus. Wie immer. Oh, soll ich etwa vor Freude im Dreieck hüpfen? Du nimmst mich vor Gericht in die Mangel und Staatsanwalt Gavin macht mich lächerlich. Meinst du den Blutfleck, den Herr Letou hinterlassen hat? Mein Abteilungschef hatte jedenfalls seinen Spaß damit. Selbst ein Blinder hätte erkannt, dass der Schütze nicht blind war. Lustig, was? Aber dank des Blutflecks ist doch das größte Geheimnis von allen gelüftet. Jetzt wissen wir, dass Herr Letou wirklich bei Interpol war. Ohne dich hätten wir das niemals herausgefunden. Das stimmt wohl. Vielleicht hat mir der Chef darum die hier gegeben, nachdem er mit mir fertig war. Er meinte, es sei meine Belohnung. Snackus scheinen ja bei der Polizei hier mächtig hoch im Kurs zu stehen. Ich hatte gehofft, wir könnten uns nochmal den Tatort ansehen. Seid meine Gäste, aber ihr werdet hier keine weiteren Hinweise mehr finden. Obwohl ich etwas Seltsames gefunden habe. Etwas Seltsames? Etwas Seltsames? Was kann sie denn nur meinen? Bitte rede mit uns. Mein Maß an Peinlichkeiten ist für dieses Jahr voll. So viel steht fest. Nun, das ist doch gut, oder? Wie das? Ich meine, denk doch mal nach. Jetzt brauchst du dich das ganze Jahr über wegen nichts mehr zu schämen. Wenn das nur so einfach wäre. Es wurmt mich, dass dieser kleine Kerl mich ausgetrickst hat. Und es macht ihn umso verdächtiger, dass er sehen kann. Er hätte den Luftschacht sehen und auch den Revolver abfeuern können. Aber in Lamy Raya's Aussage war das alles etwas anders. Meinst du, dass sie Inspektor Darians Stimme am Tatort gehört hat? Ganz genau. Manchmal wünsche ich mir einfach einen normalen Mord, ganz ohne Schnickschnack. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich das nicht gehört. Stimmt das, was du heute vor Gericht gesagt hast? Ich meine über den Fall. Dass alles dem Songtext entsprechend abgelaufen ist. Du meinst die Gitarrenserenade? Ich hab's jetzt raus. Erst wurde der herzförmige Schlüssel von Staatsanwalt Gavin gestohlen. Dann flog Lamy Raya durch die Luft. Dann fing Staatsanwalt Gavins Gitarre auf einmal Feuer. Und schließlich nahm eine Kugel Herrn Letou das Leben. Und er fuhr in den Himmel mit einer Gitarre. Nun, zumindest 5 Meter hoch. Das ist alles etwas viel, um Zufall zu sein. Ich weiß. Und ich hab's raus. Glaubst du, dass diese Dinge von ein und derselben Person getan wurden? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich passe sowieso nicht durch diesen Luftschacht. Was? Glaubt ihr etwa, ich hab's getan?
manchmal mache ich mir ernsthaft Sorgen um das Mädchen. Aber sie hätte es sein können, von ihrer Statur her. Und? Was hast du gefunden? Es ist so klein, ich muss es gestern einfach übersehen haben. Ich hab's unter dem Sofa gefunden. Was ist das? Das gehört zu irgendeinem Gerät, glaube ich. Ich habe aber keine Ahnung wozu. Das Ding da am einen Ende kam mir bekannt vor. Also habe ich es untersucht. Es ist eine Antenne. Oh, wie bei einem Käfer? Wie bei einem Handy. Dieses Gerät verwendet irgendein elektronisches Signal. Ein elektronisches Signal, sagst du? Okay. Können wir aber nicht weiter drüber sprechen, wie es scheint. Schade. Na gut, dann halt nicht. Kann ich mich trotzdem noch weiter hier umgucken? Der Tatort sieht zumindest ein bisschen anders aus. Da können wir ja nochmal gucken, ob wir hier was untersuchen können. Mal schauen. Also da, wo die Leiche gelegen hat, das können wir zumindest schon mal nicht untersuchen. Hier das Teppichstück, das fehlende, das können wir untersuchen. Guck mal, da wurde ein Stück vom Teppich rausgerissen. Das war das Stück, auf dem wir im Gericht den Okay. Das war das Stück, auf dem wir im Gericht den Luni... Moment. Entweder steht er jetzt falsch oder sie sagt es falsch. Deswegen habe ich jetzt auch so gestutzt. Das Spiel führt mich schon wieder aufs Glatteis. Das ist schlimm. So, ich lese es mal so vor, wie es da steht. Ich hoffe, es wird Sinn ergeben. Das war das Stück, auf dem wir im Gericht den Lunimol-Test gemacht haben. Lunimol? Was ist Lunimol? Es heißt Luminol. Sag's nochmal. Emma ist etwas überempfindlich, wenn es um Wissenschaft geht. Merk dir am besten das Wort. Dann wird sie sich nicht mehr aufregen. So. Für den Gag habe ich mich verhaspelt. Jetzt mal ernsthaft. Die Mordwaffe. Sie gehörte also Herrn Letou. Das Ding lässt normale Revolver wie Spielzeug aussehen. Herr Letou war ein großer Mann. Aber was ist mit der Person, die ihn erschossen hat? Müsste die nicht genauso groß sein? Große Menschen brauchen große Revolver. Okay. So viel habe ich dann schon mal gelernt. Das ist cool. Ansonsten den ganzen Rest vom Zimmer, den haben wir uns schon angeguckt. Hier hat sich nichts weiter verändert. So, jetzt können wir Emma noch ein paar Sachen zeigen. Mal gucken, ob sie irgendwas davon anspringt. Kannst du dir das hier mal ansehen, Emma? Emma? Ihre Kaugeschwindigkeit steigt. Zurück, bevor es zu spät ist. Bevor sie uns alle frisst. So, okay. Ich nehme an, das wird jetzt auch bei den anderen Beweisen passieren, aber wir versuchen trotzdem mal unser Glück. Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das Gespräch hier mit Emma noch nicht vorbei ist. Dafür ist der Gegenstand, den sie unterm Sofa gefunden hat, zu interessant. Achso, wir können natürlich auch selber mal probieren, das Sofa zu untersuchen. Um dann zu schauen, ob wir irgendwie an den Gegenstand rankommen. Aber vermutlich ja nicht, weil sie hat den Gegenstand ja schon mitgenommen. Der wird ja nicht mehr unterm Sofa sein. So wie sie das Ganze hier... So wie sie das Ganze hier präsentiert hat, scheint es aber eher so zu sein, dass wir irgendwas triggern müssen, damit wir irgendwie mit dieser neuen Gerätschaft interagieren können. Das ist ein Interpol-Revolver, oder? Das bedeutet, der gehörte Herrn Letou. Zunächst einmal muss er ihn gehabt haben. Sieht so aus. Wenn es also Maki war, heißt das dann, dass Maki ihn Herrn Letou abgenommen hat? Das ist nun wirklich schwer vorstellbar. Vielleicht lag der Revolver irgendwo herum. Und der gute Maki hat in seinem jugendlichen Leichtsinn dann so gedacht, ui, eine Pistole. Damit kann man doch bestimmt bum bum balla balla machen. Ich glaube, das hören wir uns nochmal an, weil ich das erste übersprungen habe. Zum Textblatt sagt sie ja tatsächlich was. Warum musste das Verbrechen unbedingt so ablaufen wie im Song? Das sieht mir nach weit mehr Aufwand als Ertrag aus. Vielleicht sollte der Fall dadurch unlösbar gemacht werden.
Das ist durchaus möglich. Aber riskant, findest du nicht? Allein jemanden zu tragen, der so groß ist wie Herrn Letou, ist schon schwer genug. Sie ist wie verrückt, aber was sie sagt, hat trotzdem Hand und Fuß. Ja, sie hat recht. Vor allem die Leiche hier aus dem Zimmer rauszuschaffen und dann bis auf die Bühne zu schleppen, ohne von irgendjemandem entdeckt zu werden. Das ist halt auch so ein gewisses Wagnis. Du erinnerst mich ein bisschen an Herrn Wright. Er hat auch immer seine Anwaltsmarke rumgetragen. Hä? Er hat das bestimmt gemacht, um nicht zu vergessen, wer er ist und was er tun muss. Oder was Ähnliches. Eigentlich ziemlich edel. Eigentlich gibt es keinen Grund für mich, das Ding mit rumzuschleppen. Aber es scheint einen guten Eindruck zu hinterlassen. Deshalb machen wir mal weiter damit. So, okay. Die paar Sachen, die wir jetzt, ja genau, mit ihr getriggert haben, die haben jetzt hier nichts Neues bewirkt. Wir gehen dann einfach mal wieder zurück. Und weiter voran, wohlan auf die Bühne. 9. Juli. In den Kulissen. Dieser Song. Ist das nicht der, den Lemmy Raya gesungen hat? Ja, du hast recht. Die Gitarrenserenade. Wow. Ich würde gerne selbst mal eine Show auf einer solchen Bühne machen. Da würde sogar ich kommen. Die Halle wäre voll und das Publikum würde aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Ich stünde hier und sänge meine Ballade. Rosenblätter schwebten durch die Luft. Nicht schlecht. Warte, bist du nicht eine Zauberin? Oh, du hast recht. Ich bin doch Zauberin, oder? Etwas mehr Hingabe, bitte. Ah, wenn das nicht das Fräulein Trucy ist. Sie ist es, in der Tat. Onkel Valent. Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich übernehme die wahre Verantwortung für alle nötigen Maßnahmen. Ich überprüfe die Ausrüstung für meine Illusionen, damit alles glatt läuft, Fräulein. Die Teleportationsillusion mit Lemmy Raya. Oh. Sollte etwas schiefgehen, würde das meinem Ansehen und dem meiner Truppe schaden. Bei meiner äußerst genauen Untersuchung stach mir der Flügel ins Auge. Und ich fühlte mich an die melancholische Melodie dieser hübschen Dame erinnert. Hey Apollo, vielleicht kann Onkel Valent etwas Licht in diese Angelegenheit bringen. Ja, vielleicht kann er das. Wenn er mal normal mit uns redet. Ich habe über die Show am Mordabend nachgedacht. Lemmy Ryers Verschwinden war deine Illusion, richtig? In der Tat. Der purpurfarbene Staatsanwalt ersuchte mich um meine Künste. Am Höhepunkt des Songs sagte er, soll ich sie verschwinden lassen. Wie einen Traum. Wie einen Traum? Nur, wie soll ich auf einer für musikalische Zwecke konzipierten Bühne agieren? Ohne die Vorteile einer Bühne, die eigens für Zauberauftritte erbaut worden ist. Das war eine wahrlich große Herausforderung. Also nahm ich an. Sie verschwand von der Spitze des Turmes. Aber um sich dort zu bewegen, hätten sie eine Art Geheimgang benutzen müssen. Ich bin beauftragt worden, da ich der Profi unter den Profis bin. Meine Illusionen sind einmalig auf Zeit und Ort des Auftritts zugeschnitten. Und jetzt blickt das ganze Land wegen des Mordes auf dieses eine Konzert. Keine schlechte Sache, zumindest was das Schicksal der Grammarai-Truppe betrifft. So, du hast also überprüft, ob bei deinem Trick alles nach Plan verlief. Und das tat es auch. Apropos Flügel. Dieser Flügel dort drüben bereitet mir Sorgen. Er bereitet Ihnen Sorgen? Warum? 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 Fragen Sie warum? Es geht wahrscheinlich schneller, wenn ich selbst nachsehe, danke. Ich weiß, was gerade in Ihrem Kopf vorgeht. Sie denken gerade, Grammarai,
Ich erinnere mich, ihn im Fernsehen gesehen zu haben. Etwas in der Art? Eigentlich, ja. Sie haben recht. Wow, Apollo, er hat gerade deine Gedanken gelesen. Oder jeder sagt das und er hat einfach nur gut geraten. Es war vor 20 Jahren. Da tauchte ein junger Zauberer, ein wahres Genie seiner Zeit, bei uns auf. Er hieß Magnifique Grammarai. Er rief die großartige Grammarai-Truppe ins Leben. In der Blüte seiner Zeit gab es keinen Tag, an dem er nicht im Fernsehen auftrat. Ich kann mich vage an so jemanden im Fernsehen erinnern. Vor einigen Jahren hörte diese Zeit jedoch auf. Meine Truppe verschwand per Zaubertrick. Keiner wollte mehr Zauberei. Das Fernsehen wurde zur reinen Verschwendung. Keine Illusion. Das stimmt nicht. Ich bin immer noch zu all deinen Shows gekommen. Zum Beispiel die auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. Wer auf Supermarktparkplätzen auftritt, hat definitiv ein Problem. Bei so kleinen Auftritten feilen wir an unseren Künsten und harren der Dinge. Ja, wir werden uns aus der Dunkelheit erheben und wieder im Glanz des Ruhms erstrahlen. Ich tue das nicht nur für den Zauber der Grammarais, sondern auch für meinen Partner. Ihren Partner? Sie meinen, ja, Zack Grammarai, Trucys Vater. Bevor er vor 7 Jahren verschwand, gab es keinen größeren Namen in den Kreisen des Showgeschäfts als Grammarai. Ich werde dafür sorgen, dass wir wieder Ruhm ernten werden. Ich, Valant Grammarai. Wey, dann viel Erfolg. Unser Gründer, Magnifique Grammarai, war ein Genie. Er hat Wunder vollbracht. Das eine werde ich nie vergessen. Ich habe es erlebt, als ich noch klein war. Als er einen ganzen Jumbojet verschwinden ließ. Was war nochmal damit passiert? Offenbar weiß es hier jemand doch nicht mehr so genau wie angenommen. Unter all den Zauberern, die an seine Tür klopften, besaßen nur Zack und ich das Talent. Im Handumdrehen wurden Valant und Zack die funkelnden Sterne in der Krone der Grammarais. Cool, was? Und Zack Grammarai war mein Paps. Jetzt, da Magnifique und Zack nicht mehr unter uns weilen, habe ich nur einen Wunsch. Möge es mir, Valant Grammarai, gelingen, das Grammarai-Wunder auf die Bühne zurückzubringen. Meine Unterstützung hast du. Fräulein Trucy. Du musst ganz schnell groß werden. Ich brauche deine Fähigkeiten. Eine Fähigkeit, kommt sofort. Wie schaffen wir es immer so schnell vom eigentlichen Thema abzuschweifen? Gut, okay. War sehr interessant, vielen Dank dafür. Kann ich ihm noch irgendwelche anderen Sachen zeigen? Mal davon abgesehen, guck mal, hier ein Headset. Mein Ärger und Verdruss lässt sich nicht in Worte fassen. Alles, was ich sehen kann, ist diese Bühne. Und ich stehe darauf. Nichts Geringeres, nichts weniger Strahlendes sticht mir ins Auge. Richtig. Du wirst aber auch älter. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. So habe ich das nicht gesehen. Ihn interessiert es nicht wirklich, was ich ihm zu zeigen habe, verstanden. Du wirst aber auch älter. Wow, Trucy, wow. Okay. Achso, nee, ach das, ich bin wohl schon so, alles klar, nee. Er sagt dasselbe, gut, ja, Illusion, wir wissen Bescheid. Er wird uns den Trick immer noch nicht verraten, Videokassette zeigen bringt hier also nix. So, mein Ärger und Verdruss und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wird er jetzt auch zu den ganzen anderen Sachen hier nichts sagen. Wie gesagt, wir machen jetzt einfach nur aus Prinzip nochmal das Abarbeiten in der Gerichtsakte. Und dann scheint es ja so zu sein, dass wir uns den Flügel genauer angucken sollen. Denn er hat ja gesagt, dass da irgendetwas Interessantes sein soll, beziehungsweise
Irgendwas soll mit dem Flügel nicht stimmen. Und was soll denn mit so einem Flügel schon nicht stimmen, frage ich euch. Verzeihung? Ich habe kein Geld, wenn es das ist, was sie wollen. Nein, ich wollte nur... ist schon gut. So wie er den Revolver angesehen hat. Was war das? Es war fast so, als hätte er ihn schon mal gesehen. Und wäre nicht erfreut darüber. Okay, das ist spannend. Aber keiner sagt was dazu. Irgendwas mit dem Revolver? Wer weiß. Gut. Warum war Valent eigentlich gestern gefühltermaßen nicht so richtig involviert in die ganze Geschichte? Obwohl er die ganze Zeit schon hinter der Bühne rumgesprungen ist und dementsprechend auch so eine Art Zeuge sein müsste? Ah, der Nachweis für ihren Beruf, ja? Ja. Darf ich das mal sehen? Oh, was ist los? Sie ist verschwunden. Was haben Sie mit meiner Anwaltsmarke gemacht? Keine Angst. Kleines Fräulein, würdest du bitte in deinem Topit nachsehen? Das ist deine Marke, Apollo. Was hat die denn da drin verloren? Das war sensationell. Findest du nicht auch, Apollo? Er hat die Tasche an ihrer Taille Topit genannt? Ist das ein Fachausdruck in der Sprache der Zauberer? Ich habe das übrigens gegoogelt, als ich die Passage hier selber gespielt habe, weil ich den Begriff Topit noch nie gehört habe. Und Google hat mir nicht geholfen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, ob das vielleicht ist eine andere Sprache oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß ja irgendeiner von euch, was Topit sein mag. Das scheint ja die Tasche halt an ihrer Taille zu sein, aber warum er sie so nennt, kein Schimmer. Gut, bevor wir unseren Flügel angucken, würde ich sagen, wir machen jetzt an der Stelle hier wieder eine Pause und setzen das Abenteuer dann beim nächsten Mal wieder fort. Ich sage jetzt erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.